40 Tage Reich Gottes. 40 days Kingdom of God. Heute ist Tag Nummer 16. Today is day number 16. Und wir wollen ganz tief ins Wort hineingehen. And we want to go deeply into the Word of God. Und wir sprechen über Streben danach, Gott kennenzulernen. And the theme will be make an effort to get to know God. Wir wollen in Philipper 3 reinschauen. We want to look at Philippians 3. Vers 10. Verse 10. Um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen. That I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings. Mm. Indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde. Being made conformable unto his death. Ob ich irgendwie hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. If by any means I might attain unto the resurrection of the dead. Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Not as though I had already attained, either were already perfect. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch schon greifen möge. But I follow after, if that I may apprehend that which also I am apprehended of Christ Jesus. Weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Amen. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, dass ich es schon ergriffen zu haben. Eines aber tue ich. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. Und jage auf das Ziel zu. And I press towards the mark. Hin zum Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben. For the price of the high calling of God in Christ Jesus. In Christus Jesus. In Christ Jesus. Wow. Das ist eine ganz tiefe Bibelstelle. That's a very deep scripture. Und hier beginnt es im Vers 10. And in verse 10 it starts. Dass wir wollen ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. That we want to get to know him and the power of his resurrection. Und die Gemeinschaft seiner Leiden. And the fellowship of his sufferings. Es gibt noch ganz viel zu erkennen. There's very much that we still need to get to know. Vielleicht denkst du kennst Jesus schon gut. Maybe you think already that you know Jesus well. Jesus hat viele Facetten. Jesus has many levels. Mm, und du kannst in die Tiefe seines Herzens hineinwachsen. And you can grow into the depth of his heart. In die Tiefe der Vaterliebe Gottes hineinwachsen. Into the depth of the love of the Father. In die Gemeinschaft mit Jesus Christus. In the deep fellowship with the Lord Jesus Christ. Und in die Freude des Heiligen Geistes. And the joy of the Holy Spirit. Das Reich Gottes hat zu tun mit Jesus immer tiefer kennenlernen. The kingdom of God has to do with get to know Jesus deeper and deeper. So versuche immer wieder, wenn du im Reich Gottes wächst, ihn kennenzulernen. So always be eager when you grow in the kingdom of God to get to know Jesus better and better. Ja. Hier im Vers 10 wird zusammengefasst. Ich will ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. And it's here in verse 10 in Philippians 3:10. In one word, that I may know him and the power of his resurrection. Versuche, Jesus mehr kennenzulernen. Try to really get to know Jesus better. Die Welt kennenzulernen ist auch nicht schlecht. It's not bad to get to know the world. Aber das wirklich Wichtige. But the real important issue ist Jesus näher kennenzulernen. Is to get to know Jesus better. Den himmlischen Vater mehr kennenzulernen. To get to know the Heavenly Father better. Und die Freundschaft des Heiligen Geistes zu stärken. And to get into this deep friendship of the Holy Spirit. Ja, so wichtig. It's so important. In Apostelgeschichte Kapitel 20, Vers 24. In Acts 20, Verse 24. Gibt es eine wichtige Aussage. There is a very, very important message. Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert. But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself. Damit ich meinen Lauf vollende. So that I might finish my course. Und den Dienst, zu dem der Herr Jesus mich empfangen habe. So that I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus. Das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. To testify the gospel of the grace of God. Paulus, oder hier lesen wir davon, dass das eigene Leben nicht der Rede wert ist. And here we read that your own life is not even worth talking about. Das Wichtige ist, dass wir unser Lauf vollenden. The important thing is that we finish our course. Und dass wir das empfangen von Jesus Christus. And that we receive that from Jesus Christ. Das wirklich Wichtige.
the real important das Evangelium issue, der Gnade Gottes zu bezeugen. The testimony or the good news of the gospel. Das Reich Gottes. The kingdom of God hat damit zu tun, has to do with, dass wir Jesus immer mehr erkennen. That we get to know Jesus deeper and deeper. Je mehr du das Reich Gottes erkennst, the more you recognize the kingdom of God. Je tiefer kommst du in die Gemeinschaft mit Jesus Christus. And the deeper you come into this divine fellowship with the Lord Jesus Christ. Bleib in ihm. Remain in him. Und er in dir. And he in you. Und du wirst viel Frucht bringen. And you will have much in fruit. In allen Bereichen deines Lebens. In all levels of your life. Paulus erzählt es immer wieder. Paul keeps talking about it. Warum erzählt das in Philipper 3, dass er unbedingt Jesus näher kennenlernen will? Why does he say in Philippians 3 that he wants to get to know Jesus better? Er hat doch Jesus gesehen. He saw Jesus. Er hat doch bekehrt und Jesus ist ihm erschienen. And Jesus appeared to him and he turned around in his life. Aber wenn Jesus dir erscheint, but when Jesus appears to you, ist erst der erste Schritt. That's only the first step. Von dem Erkennen der ganzen Wesens Gottes. From this knowing the whole inside of God. Weil Paulus ihm begegnet ist persönlich. Because Paul encountered God personally. Deswegen wollte er ihn noch mehr erkennen. That's why he wanted to get him to know better. Wenn du einmal Jesus schmeckst. When you can taste Jesus one time, wenn du Gottes Gegenwart spürst, when you encounter the presence of God, dann willst du nichts anderes mehr haben. Then you don't want anything else. Du willst ihn mehr erkennen. You want to know him better. Und ich möchte dich ermutigen, dass du auch Jesus erkennst, immer tiefer. And I want to encourage you that you get to know Jesus better and better. Paulus hat gebetet, dass seine Augen geöffnet werden. And Paul prayed that your eyes, the eyes of your heart will be opened. Dass er Jesus Christus immer mehr erkennt. And that he also recognizes Jesus more and more. Je mehr wir das Wesen Jesu erkennen, the more we get to know the character of Jesus, kommt diese Geheimnisse Jesu aus dem Herzen heraus. Then the mystery of Jesus comes out of the heart. Und der Wunsch steigt immer mehr, dass wir Jesus Christus tiefer erkennen. And the desire to get to know him more and more is growing. Strecke dich danach aus. Stretch yourself out. Seek. Ja, jage dem nach. Ja. Ja, und nichts anderes ist wichtiger, als dass du ihn liebst von ganzem Herzen. And nothing in this life is more important than to love Jesus with all your heart. Dass du ihn liebst. That you love him. Und dass du ihn tiefer kennst. And that you get to know him deeper. Als ich 2013 mein erstes Himmelserlebnis hatte. When I had 2013 my first experience with heaven. Und ich hatte einen kurzen Einblick in der Ewigkeit. And I had a short glimpse of eternity. Bevor ich irgendwas gesehen habe. Before I saw anything. Die allererste Sekunde in dieser himmlischen Vision. And the first second is in this heavenly vision. Ich habe die Liebe Gottes gespürt. I experienced the love of God. Die bedingungslose Liebe Gottes. This unconditional love of God. Ich habe mich gefühlt wie ein Fisch im Wasser. I felt like a fish in fresh water. Ich habe mich gefühlt wie endlich zu Hause zu sein. I felt like finally I'm at home. Ich habe gespürt wie das der Ort ist, für den ich für die Ewigkeit berufen bin. And I felt this is the place which I'm called to for all eternity. Bevor ich irgendwas sehen konnte. And before I saw anything. Habe ich gespürt Jesu Gegenwart. I sense the presence of Jesus. Ich hab die Liebe des Vaters gespürt. I experience the love of the Father. Und es gibt nichts Besseres. And there's nothing better. Als Gott selber zu erkennen. Than to really recognize, to really get to know God himself. Das Allerbeste, was es gibt im Himmel. It's the very best in heaven. Ist die Liebe Gottes zu schmecken. Is to taste the love of God. Und ich wünsche das von ganzem Herzen. And I wish that for you with the whole heart. Dass du eines Tages. That one day. Jesus schmeckst. That you can taste Jesus. Es gibt nichts Besseres. There's nothing better. Und weil ich Jesus geschmeckt habe. And because I have tasted Jesus. Weil ich diese Liebe geschmeckt habe. Because I have tasted that love. Es ist mein Wunsch, so wie Paulus sagt. So it's my desire, like Paul says. Ich will ihn immer mehr kennenlernen. I want to get to know him. Ich will immer tiefer reinkommen deeper in seine and deeper, ja. Yes. Und ich wünsche das auch von ganzem Herzen. And I wish that for you, for all my heart. In den Sprüchen steht drin, ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als tausend irgendwo anders. In Proverbs we read that one day in the presence of the Lord is better
than 1,000 days. I don't know ich, where. Ich würde es noch extremer sagen. I would say it even extreme, more extreme. Eine Sekunde Gottes Liebe spüren. One second to realize, to sense the love of God. Ist besser wie im besten Urlaubsparadies zu sein. It's better than to be in the best paradise of holidays. Ich möchte dich ermutigen. I want to encourage you. Suche zuerst sein Reich. Seek first his kingdom. Seine Gerechtigkeit. And his righteousness. Und alles andere wird dir hinzugetan. And all the rest will be added unto you. Jesus liebt dich. Jesus loves you. Und er hat dich geschaffen. And he has created you. Und er will dich in der Gegenwart ziehen. And he wants to pull you into his presence. Aber bleib in diesem Bewusstsein. But remain in this awareness. Dass du immer mehr ihn erkennen willst. That you want to get to know him more and more. Gib ihm diesen Wunsch. Jesus, ich will dich mehr erkennen. Give him this desire and say, Jesus, I want to get to know you more, more, more. So wie Paulus es hier gesagt hat. Just like Paul said it. Ihn zu erkennen will ich. Und seine die Kraft seiner Auferstehung. Yes, I want to get to know him and the power of his resurrection. Und da ist so eine Tiefe spürbar. And there is such a depth that you can feel. Die Erfüllung deines Lebens kriegst du nicht im Geld. You cannot be fulfilled in life with money. Oder in Macht. Or in power. Oder in deine Position. Or in your position. Die Tiefe der Erfüllung deines Herzens. The depth of the fulfillment of your heart. Findest du nur in dem Schöpfer Jesus selber. You only can find it in your Creator. Deswegen ist es so wichtig, dass wir ihn mehr erkennen. That's why it's so important to get to know him better. Und Zeit mit ihm verbringen. And spend time with him. Halleluja. Halleluja. Und vergiss niemals. And never forget. Du bist höchst begünstigt. You are highly favored. Tief geliebt. Deeply loved. Und mächtig gesegnet. And powerfully blessed. Amen. Amen.